Ja, ich darf ganz herzlich Frau Dr. Judith Manz hier bei mir im Studio begrüßen, die das Projekt Archivierung leitet. Das Projekt Archivierung ist eins unserer erfolgreichen Projekte aus dem Dienstartenprojekt. Frau Dr. Manz, was ist im Moment der aktuelle Projektstand? Das Projekt selbst bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigte sich primär mit der Dienstleistung, digitale Archivierung unserer analogen Aktenbestandteile. Das ist insoweit abgeschlossen, dass der Dienstleister jetzt auf dem neuen Vertragsgegenstand arbeitet. Der zweite Teil war eine qualitative Herausforderung, dass wir nämlich festgestellt haben, dass dezentrale Personalstrukturen in dem Falle die Qualität der Arbeit verhindert, weil Archivierung, Ablage etwas ist, was man nicht so gerne nebenbei mitmacht. Wir versprechen uns durch eine Zentralisierung dieser Aufgabe eine wesentlich bessere Qualität der archivierten und digitalisierten Akten, eine schnellere zur Verfügungstellung der digitalisierten Akten und damit natürlich dann auch eine bessere Verfügbarkeit für den medizinischen Bedarf der Informationen. Wie haben denn die beteiligten Organisationseinheiten ja in OOM dieses Projekt aufgenommen? Positiv. Man hat gesehen, dass es Erleichterungen gibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Herausforderungen, dass die Aufgaben ja ganz anders strukturiert waren. Wenn ich als Archivkraft in einer Einrichtung arbeite, dann mache ich auch noch andere Aufgaben. Dieses alleine herauszugliedern und zu zentralisieren, ist natürlich schon mit Veränderung der Gewohnheiten verbunden. Und das fällt ja den Menschen teilweise wirklich schwer, sich umzustellen. Der Mehrwert, wenn das Projekt beendet ist, wo würden Sie ihn sehen? Was Der würden Sie da Mehrwert merken? ist eigentlich, dass wir mehr Ordnung haben, dass wir die Aktenbestandteile, die noch analog geführt werden, überall zur Verfügung stehen haben, nämlich da, wo ein Zugriff auf digitale Akten dann möglich ist. Wir haben weiterhin den Vorteil, dass wir, wenn wir die analogen Akten zeitnah digitalisieren, dann auch die Abrechnung und die Liquidität unseres Unternehmens verbessern können. Und das Dritte ist natürlich, dass auch für die medizinische Versorgung die höhere Verfügbarkeit ein wesentlicher Qualitätssprung ist. Prima, hört sich spannend an. Herzlichen Dank für die Ausführungen. Alle weiteren Details erhalten Sie dann hier unten im Download-Bereich für Sie bereitgestellt.